Auf dem Lieferfrauenweg, einem etwa 16 Kilometer langen Rundwanderweg, ist man auf den Spuren der Lieferfrauen, die bis in die 20er Jahre eine sehr wichtige Arbeit übernommen haben. Der Rundwanderweg zeichnet symbolisch die Transportwege der Lieferfrauen zwischen den Schleifereien und den Kaufmannskontoren nach. Frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu diesem neuen Wandervideo. Wir sind hier heute auf historischen Spuren unterwegs. Ihr habt es aus dem Off schon gehört. Ich bin hier heute auf dem Lieferfrauenweg unterwegs. Und wer die Stadt Solingen kennt, Messer und Schneidwaren wurden hier oder werden nach wie vor in rauen Mengen produziert. Und damals bis in die 20er Jahre natürlich nicht mit LKW und Co., sondern die sogenannten Lieferfrauen haben die halbfertigen oder fertigen Schneidwaren dann die entsprechenden Wege transportiert in Körben. Und auf den Spuren bin ich heute unterwegs. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit diesem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Vorbei an der Quelle des Pilkhauser Bach, an den Hofschaften Mittelpilkhausen und Untenpilkhausen, geht es durch das Pilkhauser Bachtal. Ja, wir laufen hier gleich in das Pilkhauser Bachtal rein, benannt nach Mittel- und Unterpilkhausen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich glaube auch gelesen zu haben, dass das was mit Pilgern zu tun hat und so weiter. Ich versuche euch so gut wie möglich Informationen zu bieten zu diesem Lieferfrauenweg. Mal aus dem Off, mal so, je nachdem, wie das einfach auch optisch passt. Ja? Was ich neben den ganzen Informationen zum Lieferfrauenweg und der Arbeit und dieser ganzen Produktion und so weiter interessant finde, ist, wie gut der Weg ausgezeichnet ist, ob es eventuell irgendwelche schwierigen Passagen gibt, in Anführungsstrichen, und ob es an interessanten und wichtigen Stellen Informationstafeln gibt. Laut Internet soll der Lieferfrauenweg erst im Mai 2023 offiziell eröffnet werden. Klar, bis dahin sind noch ein paar Monate, da kann eventuell das ein oder andere Schild noch dran gebaut werden oder installiert werden, wie auch immer. Ich weiß aber auch aus einer vergangenen Wanderung, dass schon einige Schilder da stehen, an relevanten Stellen. Und ich weiß auch, dass wir an einigen Kotten vorbeilaufen, also Schleifereien, die Rohlinge weiterverarbeitet haben, die nicht mehr existieren, die noch existieren, an den Wipperkotten zum Beispiel, denke ich da gerade, und an Kotten, die in der Form noch existieren, aber umgebaut wurden zu Wohnhäusern. Da wird sowieso generell, denke ich, ein bisschen schwierig werden, das zu filmen, Privatsphäre und so weiter, aber ich werde mal schauen, solange ich da keinem auf die Füße trete und ein paar Aufnahmen von außen mache, sollte das überhaupt kein Problem sein. Und bis jetzt ist die Auszeichnung oder die Wegmarkierung hervorragend. Ich glaube auch, man kann den grundsätzlich entweder im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn laufen. Das kann man, glaube ich, machen, wie es einem beliebt. Und hier seht ihr auch nochmal das Wanderwegzeichen. Bergischer Streifzug, wobei das ist gar kein Bergischer Streifzug. Hier steht das Bergische Wanderland 25. Lieferfrauenweg, und ich habe immer gedacht, das wäre ein bergischer Streifzug. Dieser von mir angenommene bergische Streifzug ist aber nicht auf der Webseite des Bergischen Wanderlandes zu finden. Zumindest zum damaligen Zeitpunkt nicht, als ich danach gesucht habe. Also ich habe mir den GPX-Track jetzt über die Stadt Solingen runtergeladen. Geht natürlich auch, aber ich finde es halt komisch. 25, für mich ist das ein bergischer Streifzug. Ich weiß nicht, ob bei den anderen Streifzügen das explizit nochmal auf dem Schild draufsteht. Aber vielleicht kommt das auch noch. Ich habe auch irgendwie gelesen, das soll ein Zuweg zum Bergischen Weg sein. Also keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht kennt ihr euch da ein bisschen besser aus. Dann schreibt das gerne in die Kommentare.
Ja, Wasserkraft spielt in dieser ganzen Thematik sicherlich eine der wichtigsten Rollen, denn ohne entsprechendes Wasser oder eine Fließgeschwindigkeit konnte man die Kotten auch nicht betreiben in der Form. Das heißt, die Kotten wurden entsprechend damit Wasserkraft angetrieben. Alles sehr urtümlich, sehr rustikal. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, hier sind die Frauen hin und her gelaufen mit den entsprechenden Körben und haben hier die Schneidwaren von A nach B gebracht. Ich habe auch gelesen, die Damen, die hier die Körbe über die Wege getragen haben, waren entsprechend dann die Ehefrau oder die Frau und die Kinder des Fabrikanten. Aber natürlich auch ganz klassisch die Mitarbeiterinnen, die da angestellt waren. Also sehr interessant. In unmittelbarer Nähe der Neuenhauser Kotten am Ufer des Pilkhauser Bachs war bis in die 1930er Jahre in Betrieb. Bis in die 30er Jahre wurde dort mittels Wasserkraft gearbeitet, danach elektrisch. Im Jahre 1953 wurde der Schleifbetrieb eingestellt und 1955 wurde der Kotten in ein Wohnhaus umgewandelt. Die ersten 5 Kilometer sind rum, liebe Leute, und kann an dieser Stelle jetzt schon mal sagen, auf den ersten 5 Kilometern ist die Wegauszeichnung absolut top. Da gibt es nichts zu meckern, klar. Gefühlt könnte vielleicht das ein oder andere Schild mehr da sein, aber ganz ehrlich, tagsüber, du siehst dieses rote Schild auch aus etwas weiterer Entfernung. Da muss man nicht jeden zweiten Baum oder jede zweite Straßenlaterne dazu klatschen mit dem Schild. Also alles tipptopp, ebenso die Wegweiser, die einem dann die entsprechende Richtung weisen, wie viele Kilometer es noch bis zum Bahnhof sind oder sowas. Finde ich auch richtig toll und auch hilfreich, gerade für Leute, die so längere Strecken in Anführungsstrichen nicht laufen. 15 Kilometer ist jetzt für mich persönlich nicht allzu viel, aber wenn du mit der Familie unterwegs bist, könnte das eventuell schon viel zu viel sein. Und es gibt auch auf der Hälfte der Strecke die Möglichkeit, sich in den Bus zu setzen und zum Graf-Wilhelm-Platz zurückzufahren. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo das ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es am Wipperkotten sein könnte, weil da die einzigste Möglichkeit gefühlt wäre, wo vielleicht ein Bus fahren könnte. Das werde ich auf jeden Fall noch mal recherchieren. Das werde ich auf jeden Fall so nicht stehen lassen und euch das entsprechend nachreichen oder jetzt einblenden, falls ich es vergessen sollte, im Video zu erwähnen. Und jetzt laufen wir hier an einem kleinen Bach entlang. Den zeige ich euch gleich. Pilkhauser Bach könnte das tatsächlich sein. Müsste ich jetzt tatsächlich auf die Karte schauen. Aber wir sind jetzt die ganze Zeit durch das Pilkhauser Bachtal gelaufen. Deswegen ist es sehr naheliegend, dass das der Pilkhauser Bach ist. Und hier habe ich tatsächlich auch schon mal ein Thumbnail gemacht. Blende ich euch jetzt mal ein und verlinke das Video. Auch richtig schön, da hat hier die Sonne geschienen. Da war es, glaube ich, doch relativ warm. Und es ist einfach toll. Vorne war so ein Hochwasserschutz, glaube ich. Und hier steht auch noch mal ein Schild. Achtung, Flutwelle, Bachbett nicht betreten, Lebensgefahr. Einleitungsstelle RÜB RBF, Standort auf der Straße Solingen. Ja, also wisst ihr Bescheid. Und jetzt geht es hier so ein kleines bisschen an dem Bach entlang Richtung Wipperkotten. Ich denke, das wird auch das nächste große oder auch das größte Highlight sein, würde ich mal behaupten, auf dieser Tour. Ihr kennt es ja, der Wipperkotten, das ist mein Herzens- und Lieblingsort in Solingen hier. Der verbindet alles das für mich, was die Stadt Solingen ausmacht, Natur, Wupper, Klingen oder Schneidwaren und dieser bergische Dreiklang. Das ist einfach fantastisch anzusehen und dort einfach wirklich live mitzuerleben. Was mir eben tatsächlich durch den Kopf ging, ist, ob der Lieferfrauenweg auch am Balkhauser Kotten vorbeiführt. Ich werde nicht gucken, werde mich überraschen lassen. Ihr werdet euch überraschen lassen und somit würde ich sagen, geht's weiter. Auf die nächsten Kilometer des Lieferfrauenweg in Richtung Wipperkotten. Thank you.
Ölmühle, eine ehemalige Wassermühle am Ufer des Nackerbachs nördlich der Hasenmühle, lässt sich bis in das 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Um 1840 wurde die Mühle in ein Schleifkotten umgewandelt. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Hofschaft Hasenmühle, benannt nach der gleichnamigen Wassermühle. Vermutlich stammt der Name Hasenmühle nach dem Familiennamen eines Müller, entweder Hase oder Hase. Die historischen Fachwerkhäuser stehen größtenteils unter Denkmalschutz. Und da sind wir fast am Wipperkotten und ich bin mir auch sicher, wir sind an dem einen oder anderen ehemaligen Kotten schon vorbeigelaufen. Habt ihr das gerade gesehen, an der Hasenmühle. Ich hatte eigentlich gedacht, wenn es denn so wäre, dass dort irgendwie eine Informationstafel hängt oder ähnliches. Leider nicht, aber das ist auch bewohnt. Von daher, vielleicht haben die Leute da was gegen, aber so ein Informationsschild schadet, glaube ich, keinem. Denn ich habe mir auch überlegt, sollst du dich wirklich penibel genau vorbereiten darauf und genau an den entsprechend wichtigen Punkten anhalten und was erzählen? Hätte ich machen können, aber ich erzähle euch auch, warum ich es nicht gemacht habe, denn das ist ja auch für mich, ist das ein Erlebnisweg, ja, den ich auch ohne großartige Vorbereitung und Planung erleben möchte und Geschichte erleben möchte. Und das, wie gesagt, ohne mich konkret irgendwie darauf vorzubereiten. Ganz ehrlich, wenn ich mich in dieses Thema schon komplett eingelesen habe über Google oder sonstige Webseiten, dann brauche ich den Weg auch nicht mehr laufen. Dann fahre ich nämlich mit dem Auto direkt an die entsprechenden Punkte, gucke mir den Wipperkotten an, die anderen Kotten und was weiß ich nicht alles. Und dann fahre ich wieder nach Hause oder fahre nach Schloss Burg und gehe mir eine Waffel essen. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn und Zweck bei solch einem Wanderweg. Und deswegen hoffe ich, falls es denn so ist, und da das ein oder andere Schritt noch fehlt, dass dann da noch nachgebessert wird. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten. Ja, und so würde ich sagen, auf geht's zum Wipperkotten. Es ist nicht mehr weit. Und dann wünsche ich viel Spaß mit den kommenden Aufnahmen des Wipperkotten. Der Wipperkotten ist einer von zwei weitgehend im Original erhaltenen Schleifkotten an der Wupper in der bergischen Großstadt Solingen an der Grenze zu Leichlingen. Der Kotten wird heute als Industrie- und Schleifmuseum genutzt und ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Benannt ist der Wipperkotten nach der benachbarten Hofschaft Wippe. Ein Obergraben zweigt von einem Wehr ab und führt den beiden unterschächtigen Wasserrädern Wasser zu, die zwischen dem Innenkotten und den Außenkotten jeweils an eigenen Holzwehren aufgehängt sind und deren Kraft in mechanischen Antrieb von Schleifsteinen und Polierscheiben umgesetzt wird. Der Wipperkotten wurde vermutlich im 17. Jahrhundert erbaut. Hier arbeiteten gleichzeitig bis zu 18 Messerschleifer. Der Wipperkotten, liebe Leute, in seiner Lage, in seiner Beschaffenheit, in seiner Optik, in seiner Schönheit, wie er liegt an der Wupper. Einfach fantastisch, wunderschön anzusehen, dieses Rauschen der Wupper über das kleine Wehr. Kann man auch sehr gut sehen, wie das Wasser hier gestaut wurde und dann früher abgeleitet wurde in den Kotten rein, um die Maschinen entsprechend in Gang zu bringen. Richtig toll, hier kann man das noch live erleben. Das Schleifermuseum ist, glaube ich, nach wie vor immer noch geschlossen, leider. Aber ich bin mir sicher, das wird irgendwann wieder eröffnet werden. Und es ist für mich, wie gesagt, der Place to be in Solingen. Das musst du meiner Meinung nach gesehen haben. Da gibt es ja viele andere auch. Schloss Burg, die Münchner Brücke. Das sind so richtige klassische Touristenmagnete. Ich weiß gar nicht, wie der Wipperkotten in diesem Ranking steht. Aber liebe Leute, wenn du mal nach Solingen kommen solltet, dann auf jeden Fall den Wipperkotten mitnehmen. Bisschen was zu trinken, bisschen was zu essen. Einfach da vorne an die Wupper auf der anderen Wupperseite oder hier, ganz egal. Einfach mal so ein bisschen Rauschen hören. Vielleicht hat man ja Glück, dass man sogar einen Eisvogel sieht. Denn die fliegen ja auch regelmäßig rum. Oder regelmäßig ist es auch übertrieben, aber ja, mit ein wenig Glück kann man auf jeden Fall einen sehen. Ich werde mir jetzt gleich auch nur kurz eine kleine Bank hier suchen, ein bisschen Kaffee trinken, Brot essen. Ja, und dann
geht weiter auf die nächsten Kilometer des Lieferfrauenweg. Und warum der eigentlich Lieferfrauenweg heißt und nicht Lieferfrauenweg, das erzähle ich euch gleich. Auf dem Hohlenpooler Weg geht es Richtung Hohlenpooler Kotten, der Namensgeber des genannten Weges. Der Hohlenpooler Kotten war bis in die 40er Jahre in Betrieb und wurde während des Zweiten Weltkriegs als Entlausungsanstalt zweckentfremdet. Von dem Kotten sind lediglich einige Mauerreste übrig geblieben. Bevor ich euch erzähle, was es mit dem Lieferfrauen- bzw. Lieferfrauenwegwort auf sich hat, möchte ich euch herzlich willkommen heißen auf dem Klingenpfad, markiert mit diesem wundervollen S. Und ich würde fast behaupten, hier bist du etwa, wenn du den Klingenpfad komplett läufst, bei geschätzt 40 Kilometern. Läufst du durch Wälder und Wiesen und Steigungen und was weiß ich nicht alles. Und dann kommst du genau an diesen Punkt hier. Und dann geht es da oben hoch, den ganzen Berg hoch. Danach bist du da oben erstmal schön ordentlich kaputt. Richtig geil, Klingenfahrtmarsch. Ist ja auch in der Planung, ob das alles klappt oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich wollte euch noch erzählen, was es mit dem Lieferfrauen- bzw. Lieferfrauenweg auf sich hat. Es ist ja so, ich rede eigentlich immer von dem Lieferfrauenweg. Es ist einfach einfacher für mich auszusprechen. Aber es ist wohl so, dass hier in der Region die Lieferfrau als Lieferfrau ausgesprochen wurde und eine Assoziation zur Leber ist. Plattdeutsch oder platt aus der Region, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich es erzählen soll, aber Lever steht für Leber und man hatte das Problem, oder einige haben das so moniert, so meinen Recherchen zufolge, dass das eventuell zu Verwechslungen oder Verirrungen kommen könnte. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Deswegen hat man sich wohl entschieden, anstatt dem F ein W einzusetzen, also die Lieferfrau, anstatt die Lieferfrau, um dem gerecht zu werden, was die Damen da geleistet haben. Und so ein bisschen regionaler Wortschatz gehört nun mal natürlich auch dabei. Und hier ist auch der Obstweg Solingen-Leichlingen. Und für mich geht es jetzt erstmal schön eiskalt da oben diesen wundervollen steilen Berg hinauf. Die letzten 5 Kilometer sind angebrochen. Da haben wir gerade noch eine Lieferfrau gesehen als Holzstatue. Finde ich auf jeden Fall richtig toll. Und da frage ich mich dann auch wieder, wenn man solche Rundwanderwege, Erlebniswanderwege, wo man die Geschichte erleben kann, soll und darf, warum es dann nicht am Startpunkt und am Zielpunkt, der ja gleich ist, irgendwie eine Informationstafel gibt. Hier startet der Lieferfrauenweg, hier startet der Bauernhofweg und wie sie alle heißen. Ich weiß nämlich, als ich mit dem Dominik den Bergischen Streifzug 18 gelaufen bin,
da gab es immer wieder große Schilder, die deutlich auch aus der Entfernung zu erkennen waren, wo drauf stand die Kühe, das Gras und alles, was so um den Bauernhof rum geschieht, mit einem Höhenprofil, bei welcher Position man auf der Strecke gerade ist, welche Highlights da noch kommen, ein bisschen was dazu erklärt. Ich hoffe, das wird so in der Form hier auch noch nachgeholt werden. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde im Sommer, auf jeden Fall weit nach Mai, den Weg hier nochmal laufen und die Augen offen halten, ob und wenn ja, welche Schilder mit welchen Informationen hier hinzugekommen sind. Ich finde das sehr wichtig, denn ich habe hier eben schon mal gesagt, ich laufe diese Strecke hier mehr oder weniger unvorbereitet. Also klar habe ich mich so ein bisschen vertraut gemacht mit der Strecke, was da so für Highlights auf dem Weg liegen. Aber ihr müsst auch immer überlegen, es sollen ja auch Leute angezogen werden aus anderen Regionen von Deutschland sogar oder Europa oder weltweit, die diesen Weg gehen. Und man möchte oder ich würde dann mir so vorstellen, dass die Leute, die diesen Weg hier laufen, auch informiert werden mit entsprechenden Informationstafeln. Damit soll es an Kritik aber auch gewesen sein. Ich meine, ihr seht selbst, die Landschaft ist toll. Es ist einfach traumhaft hier durchzulaufen, so gut wie keiner Menschenseele entgegenzukommen. Und so würde ich sagen, geht's heiter weiter auf die leider schon letzten 5 Kilometer auf dem Lieferfrauenweg. Und da war wieder der bergische Dreiklang. Liebe Leute, ich krieg davon echt nicht genug. Das ist einfach traumhaft. Unten Fürkelt, Mittelfürkelt sind wir jetzt hier, die beiden Hofschaften. Das finde ich so unglaublich faszinierend an Solingen. Einfach, dass es nicht nur das Zentrum gibt, sondern diese kleinen Orte, die Solingen zudem im Prinzip erst das machen, was Solingen heute ist. Einfach wunderschön. Direkt davor Natur, Wälder. Der Klingenfahrt, der Lieferfrauenweg, der Wupperweg, die Wupper. Also Wahnsinn. Einfach wunderschön. Und ich möchte an dieser Stelle schon mal ein Fazit ziehen. Und zwar der Lieferfrauenweg. Unabhängig davon, dass er geschichtlich einiges zu erzählen hat, ist das eine richtig, richtig tolle Strecke. Und definitiv zu 100% empfehlenswert. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einer schönen Tour, 15 Kilometer im Solinger Raum. Schaut euch definitiv den Lieferfrauenweg an. Das wird hier definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich den gelaufen bin, weil ich ja auch gesagt hatte, ich wollte den im Sommer nochmal laufen, um eventuell mal zu schauen, ob es hier dann noch Schilder gibt und so weiter. Also Wahnsinn, einfach wunderschön. Und es sind jetzt noch 3 Kilometer bis zum Gründer- und Technologiezentrum zurück. Da hatte die Firma Friedrich Herder und Sohn ihr Lieferkontor, von wo aus dann die Damen entsprechend die einzelnen Stationen angelaufen sind. Unter anderem, das wird natürlich symbolisch nur dargestellt, durch eine Firma. Aber es gibt natürlich deutlich mehr Firmen oder gab oder gibt es auch immer noch deutlich mehr Firmen, die das so in der Form damals gemacht haben. Also würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch die Wanderung und die Informationen auf jeden Fall gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dürft ihr selbstverständlich gerne den Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Jetzt kommt die Deutsche Post. Dann lassen wir mal eben vorbei den Kollegen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao. Ein
Ein großer Dank geht auch an Yannick Dorn vom Kanal Fuchs Scout Survival. Der hat über ein Jahr an diesem Projekt Lieferfrauenweg gearbeitet, sehr viele unterschiedliche Texte erstellt und recherchiert. Und an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für deinen Service und für deine Unterstützung. Also schaut gerne auf dem YouTube-Kanal von Yannick bzw. Fuchs Scout Survival vorbei.